Ja, hi, hier ist Robert Franz und das ist mein Wort am Sonntag zu dem Thema MSM. Ich schaue mir zu, wie die letzten Wochen MSM, das normale MSM, was aus China kommt, das ist das MSM, obwohl zertifiziert ist, schlecht gemacht wird und gesagt wird, das MSM, was seit 50 Jahren da ist, ist nicht mehr gut. Es gibt neues MSM, viel besser aufbereitet, da wird das MSM von China genommen, aufgekocht, destilliert und alles und damit ich klare Verhältnisse schaffe, dass die Menschen wissen, was sie da kaufen, zu einem vierfachen Preis oder sogar zu einem achtfachen Preis. So ein Kilogramm normales MSM, 60, 80 Mesh, kostet vielleicht 18 Euro und da wird das MSM verkauft, das Kilogramm, wenn man 100 Gramm kauft, 159 Euro. Und wenn man ein halbes Kilogramm kauft, 39, bedeutet ein Kilopreis von 78 Euro, 4 mal 4,2 mal den Preis von dem MSM. Jetzt habe ich unter der Lupe genommen, soll ich sehen, was da dran ist an diesem amerikanischen MSM, an dem sozusagen dem besseren MSM. Ich habe mir das Zertifikat schicken lassen, da ist es, von OptiMSM, gemacht in den USA. Aber wollen sehen, was haben die da drinnen. Zertifikat auf Seite 2 steht, okay, da steht MSM 99,9% und was sehe ich da noch? Amorphes Siliziumdioxid. Wow, Amorphes Siliziumdioxid ist eine Riesenhilfe, ist ein Trennmittel. Und habe ich mal nachgeschaut, Studien, was dieses Trennmittel bewirkt. Warum? Weil viele Menschen dieses MSM nehmen, das amerikanische MSM, nachdem sie nehmen, rufen an, ja, Franz, ich habe MSM gekauft in Amerika, aber ich glaube, das Beste ist, aber ich leide an Verstopfung. Und da habe ich auch die Ursache gefunden. Da ist eine ganz tolle Studie von der Schweiz. Rieselhilfes Lithiumdioxid, amorphes, synthetisches amorphes Lithiumdioxid, kann das Immunsystem des Darmes beeinflussen. Und da habe ich schön gelesen. Doch nun haben die Kollegen im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms in der Schweiz Chancen und Risiken von Nanomaterialien herausgefunden, dass diese Partikel von dem Siliziumdioxid in der Lage sind, bestimmte Immunzellen zu aktivieren im Darm. Wir haben gezeigt, dass ruhende dendritische Zellen in Kontakt mit Nanosilica simuliert werden und eine entzündliche Reaktion in Gang setzen. Sagt Negeli, Ergebnisse lassen aufhorchen, denn das Immunsystem im Darm spielen die dendritischen Zellen eine entscheidende Rolle. Sie erhalten das dynamische Gleichgewicht zwischen Abwehrreaktion und Tolerierung aufrecht. Wie die Forscher versuchen, haben sie bemerkt, dass die entzündliche Krankheit, die da entsteht, dass diese Zellen, die dendritischen Zellen, die Nanosilica im Zellinneren aufnehmen. Und wenn ich schaue, die Menge, was da ist, es ist ein Verhältnis von, da steht amorphes Siliziumdioxid 0,1, bedeutet, bei 1000 Kilogramm MSM aus der USA, von diesen OptiMSM, bekommen die Menschen 1 Kilogramm Nanopartikel. Das sind Milliarden kleine Nanopartikel, die da geschluckt werden. Und dann will mir noch jemand sagen, dass dieses MSM aus China keine Qualität hat, obwohl ich jedes Jahr fast 90 Tonnen verkaufe. Die Menschen sind zufrieden. Preis 18 Euro im Kilogramm, für jede leistbar. Und die Menschen genießen das, Menschen und Tiere. Aber so wie ich sage, es sind manche Menschen, die denken, okay, wir lassen die Leute blöd, man investiert einen Haufen in der Werbung, man hat eine große Klappe und hintenrum wird dasselbe verkauft, vielleicht zur schlechteren Qualität oder auch nicht. Aber das seht ihr, einfach kurz mal nachschauen und ich bin nur draufgekommen, weil die Menschen immer angerufen haben, Herr Franz, schauen Sie an, ich habe verstopft und ich bin verstopft und habe gesagt, okay, da muss was im Darm sein. Und ich glaube, bei 1000 Kilogramm MSM, 1 Kilogramm Nanopartikel, das sind Milliarden, ist genug von dem Zeug. So dass ich werde weiter dieses MSM verkaufen, das normale MSM 60, 80 Mesh. Die Menschen haben keine Probleme. Und da sind auch, weiß nicht, der Schlanzbeim sagt, Beschwerden. Ja, Robert Franz der MSM, die Leute, ist es übel geworden? Nein, die Menschen sind übel geworden von 120, 130 Kapseln, die von da verschrieben wurden. Ich habe die ganzen Dosierungen, was da verordnet werden, die Menschen haben gekotzt, da war ihnen Magen Feuerwerk, da war Ostern und Weihnachten auf einmal, sodass von MSM hat sich keiner beschwert, aber jetzt mit dem amerikanischen MSM beschweren sich die Menschen, dass sie verstopft sind. Und Grund dafür ist nach meiner Meinung Nanosilica, das gehört nicht rein. Vielen Dank, schönen Sonntag wünsche ich euch.